Willkommen zurück bei 2D Zocken. Es geht weiter mit unserem Let's Play zu Shadow of the Tomb Raider. Folge 70. Hallo Lotte. Hallo Dave. Ach ja, eigentlich wollten wir uns nur umziehen. Ja, auch gerade gemerkt. Ja. Freunde, wir sind wieder da. Boah, hast du früher Doremi, sagt dir das was? RTL 2, kleine Hexen? Nein? Ach so, ja, okay, und ganz, also jetzt, meine, wenn du jetzt Augen ein Mädchen wärst, würde dir das jetzt was sagen? Wirklich nicht, ich kenne Bibi Blocksberg. Geist? Nee, das war schon RTL 2 Anime-Zeit dann. Einer sterblich, einer unsterblich. So, aber ich überquatsche das jetzt auch nicht komplett. Ich wurde befreit. Ja. Das ist richtig. Du wurdest befreit. Ach Gott, der Arme, der zittert richtig. Ja, vielleicht hat er aber auch Scheiße gebaut, weiß ich nicht. Hat er nicht mal was an. Vielleicht hat er Mist gebaut. Und da geht das Lied, nämlich das Anfangslied, da musste ich gerade dran denken, weil das geht los mit Wir sind wieder da. Mit unserem Zauberstab. Ich sing jetzt nicht. Bringen wir sind wieder in da! Die Welt. Ja, so ungefähr. David, warum haben wir eigentlich noch kein Duett gesungen? Ich kenne die Onkels auch nicht. Nein. Niemand kennt die Onkels und trotzdem kann jeder mitsingen. Keiner, das ist ganz, ganz alle, komisch. Alle leugnen, ja. Ne? Das ist wie bei Topmodel oder Bauer sucht Frau oder sämtlichen anderen Dingen. Vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung. Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Tschüssli, Müsli. Schöner Arsch. Ich finde es auch schön, wenn ich auch mal was zu sehen kriege. So. Lama. Lotte. Hallo. Hallo. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne Charm, zauberhafte Hexen. Ja, auch schön, aber kein Anime. Kennt Buffy? Ja, Buffy. Ich habe Buffy mal gesehen, da war ich erst 6 Jahre alt oder so. Also ich habe in meinem Leben höchstens eine Folge gesehen. Ja, ich habe auch. Ich habe diese eine Folge gesehen und ich habe Monate, Jahre lang, ich möchte nicht übertreiben, aber ich glaube, es waren wirklich Jahre meiner Jugend, nachts Angst vor Vampiren gehabt. Das war viel zu früh und viel zu krass. Das war einfach, ich war noch viel zu klein. Ich habe einfach versehentlich drüber gesappt und das, habe ich schon doch erst so bereut. Ja, und Charmed, als ich dann älter war, das habe ich jeden Samstag geguckt. Das kam immer in diesem Charmed, Merkel mittendrin, schrecklich nette Familie. Oh Gott, ja, der Block, okay. Der, damals. Oh, das war... Da hatte mein Vater hatte da zu der Zeit dann auch zwischendrin mal das Sorgerecht für uns und dann gab es die Papa-Samstage. Aber da saßen wir halt, da durften wir den ganzen Tag Fernsehen und der Papa hat Mikrowellen-Pfannkuchen mit Nutella bestrichen und dann durften wir vom Fernseher essen. Und ich muss sagen, das waren einfache, aber auch sehr schöne Zeiten. Solange es dir gefallen hat, hat er ja nicht alles falsch das gemacht. Das war richtig schön. Weil im ersten Moment hört es sich an, von wegen den ganzen Tag Fernseh und Pfannkuchen, Mikrowellen. Nö, ist jetzt pädagogisch nicht so wertvoll. Aber deswegen meinte ich ja, ne, mit dem hat nicht alles falsch gemacht. Wenn du eine schöne Zeit hattest, nee, das war super schön. Mein Bruderherz und ich eingemummelt auf der Couch mit Nutella-Pfannkuchen. Das war schon schön. Klar war das für meine Mutter bestimmt nicht so geil, weil dann kommen die Kinder heim, hatten keine Regeln, durften alles. Und dann muss man wieder 6 Tage lang die böse Mama sein. Um wieder Zucht und Ordnung in den Laden zu bringen, ja. Nur um dann am nächsten Samstag wieder Halligalli zu haben. Ja, aber das haben wir ja auch alles noch vor uns, ne? Wenn dann Scheidungskinder aufziehen? Ich hoffe nicht. Vielleicht erstmal Kinder aufziehen und dann wird man das sehen. Das haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Gräme dich nicht. Wenn er gestorben wäre, hätte es ja auch keinem was gebracht. So, ja, sag bloß, David. Haben wir da heimlich still und leise
unfassbar flott die Nebenquest beendet. Ich kann nichts dafür, ein begabter Spieler zu sein. Da können wir ja jetzt auch mal außen vor lassen, dass wir die Boys da Stunden, ja tagelang haben hängen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, danke. Weil wir die Quest vergessen hatten. Auch schön. Ey, ich wusste gar nicht, dass wir Quests nachschauen können. Das wäre doch sonst kein Problem gewesen. Ja, aber gar kein Problem wäre das gewesen. Wir müssen jetzt eh mal schauen, wen wir noch alles haben hängen lassen. Wo ist denn der Goma? Poma? Poma. Oh. Der steht unten in der... Goma heißt, glaube ich, die Firma, die über uns, über meiner neuen Steuerkanzlei, die Räumlichkeiten hat. Ja, doch, die Goma. Die kommen immer, wenn wir IT-Probleme haben. Weil die dann auch haben oder weil sie die lösen? Nee, weil das IT-Spezialisten sind. Und, und wir nicht. Mitbewerber, so. Ja. Ich sag ja nicht Konkurrenz. Wir sind konkurrenzlos. Mitbewerber. Wir machen ja keine Heizung mit. No. Na. No. sonst hätte ich das ja längst mal auf den Tisch gebracht, ne? Dass da Kooperation her muss. Sofort. Da ist ab sofort Glückwunsch. So. Aber andersrum könnten wir das eigentlich mal machen, ne? Kannst ja mal bitte deinem Chef ausrichten, ne? Wir sind Steuerbüro für Ärzte. Kann er gerne mal Mandant werden. Wir haben auch, glaube ich, eine Handvoll. Ja, wir haben einen Steuerberater, der hat Ärzte. Nur meine. Und jetzt kommt's, Gehaltserhöhung vergessen. Okay? Ja, nee. Und raus. Ey, du hast genau einen Job, Herr Steuerberater, ja. Und zwar dich um mein Geld zu kümmern. Ja, und auch nur um dein Geld. Und wenn du das nicht tust, dann hast du deinen Job nicht gemacht. Ja, you had one job. Ja, ja, heute ist Dienstag, also dann würde ich sagen, dann erwarte ich morgen den Anruf. Ja, dann bringen wir das aber mal in trockene Tücher, würde ich sagen. Kannst gern durchrufen. Also lohntechnisch sind wir super aufgestellt, da arbeite jetzt ich mit. Ja. Sehr gut, ich werde auch nie wieder, Freunde, sucht euch jemanden in eurem Leben, wo ihr euch schön ergänzt. Ich werde nie wieder in meinem ganzen Leben meine Steuererklärung selbst machen. Schön, dass du den Satz vorausgeschickt hast und es ging ja eigentlich um den zweiten Satz, aber es klingt schöner, wenn man ergänzt. Ja, kannst du denn meine Heizung reparieren? Deine Freunde sind frei und da ist noch mehr. Colqui lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Colqui recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Sehr gern. Ich finde ihn. Neue Ausrüstung erhalten. Beinschienen. Geil. Wollen wir als Colqui holen oder erst die neue? Erst holen wir Colqui. Beinschienen. Sehr gern. Nein, kann ich nicht, aber ich kann natürlich, was ich hier auch schon den ganzen Tag für unser Netzwerk aufstellen und witzige Sachen damit machen, wie WLAN und so. Du machst WLAN. Ich mach WLAN. Das ist ja fantastisch. Ja, da habe ich aber Glück gehabt hier mit dir. Wie gesagt. Das war's jetzt? Naja. Also das ist ja noch hässlicher. Aber wir haben gesagt, wir müssen es erstmal tragen, ne, wenn wir's. Das lohnt sich ja sonst nicht. Ja, schön, David, schön. Ja, toll. Aber können die wenigstens was? Haben die wenigstens irgendwas Special-mäßiges? Ja. Es wird langsam knapp mit einem Fähigkeitspunkt, ne? Hm. Warum leuchtet es dann, frage ich mich. Fähigkeiten, Inhalte zum Herunterladen. Ich drück da mal. Okay. Hey, guck mal, wir können einkaufen. Das ist doch das internationale Zeichen für Shopping, oder? Was? Ich kann nichts machen. Ja, cool. Müssen wir da vielleicht erst einmal Geld ausgeben, dass wir da was neiladen können. Na, das will ich nicht. Na, ich will das auch nicht. Aber vielleicht muss man das machen, wenn man das machen will. Verstehst du? Vorteile bei einem Bonus, EP Angriff Kills. Vorteile Beine, das klingt auch gut. Weißt du, was der Vorteil an meinen Beinen ist? Zum Beispiel? Man kann laufen. Ein Fuß vor den anderen. Man kann die hochlegen. Wunderbar.
noch, das ist viel besser, David. Deins ist viel besser. Man kann die hochnehmen. Hat mir meine Ärztin auch empfehlen, wenn man wieder schwindelig ist, wenn ich aufstehe. Ich bin eine echt alte Frau. Ja, dann sollst du die Beine hochlegen, oder was? Ja. Damit das Blut direkt wieder in den Körper fließt. Ich habe keine Ahnung. Aber es hat was mit der Blutzirkulation zu tun. Und dann ist mir nicht mehr so schwindelig, wenn ich aufstehe. Angeblich, ich habe bis jetzt nur davon gehört. Deswegen ist mir nie schwindelig. Ich habe es natürlich noch nicht einmal gemacht. Leute, wisst ihr, wie anstrengend es ist, die Beine hochzulegen im Bett? Also die muss ich ja dann hochhalten, weil ich habe da ja keine Kissenburg. Und alle fragen sich, wieso? Wieso hat die Frau da keine Kissenburg? Wieso hat die Lotte eigentlich keine Kissenburg? Ich frage mich gerade, wieso ich eigentlich keine Kissenburg habe. Ach. Ja. Nee. Das neue Jahr kann kommen. Und dann gehen wir schön zu Ikea. Ja. Und dann machen wir die ganze Gertrud voll. Wir haben ganz schön viel vor. Ja. Im neuen Jahr. Ja, wie es halt immer ist, oder? Neues Jahr. Auch wenn man... Ich bin ja echt kein Verfechter von Neujahrsvorsätzen im klassischen Sinne. Ich finde es schön, so allgemein sich was vorzunehmen oder sich nochmal daran zu erinnern, was man eigentlich eh immer tun sollte. Aber an sich sollte man ja, wenn man auf irgendwas stößt, es dann gleich ändern, ne? Und sich gleich was Gutes vornehmen. Also die Lotte meint, wenn ihr einen Rabatt auf Lego-Sets seht, sofort kaufen. Nicht groß nachdenken, einfach kaufen. Okay, habe ich mir gemerkt. Ja, und der David hat jetzt gerade wieder das Ich mache mir die Welt. Bitte, wie sie mir gefällt, Spiel gespielt. Das funktioniert super. Es funktioniert irgendwie immer, kann das sein? Ja, aber ich lebe doch nach deinen Grundsätzen. Ich habe gesagt, gut, zieh es gleich durch. Dann schiebe ich es gar nicht, dann schiebe ich es gar nicht vor mich auf. Sondern sag so, ich habe... Nee, alles gut. Ja. So. Jeder im neuen Jahr gibt's die Kissenburg. Ja, okay. Ich habe letztens hat irgendjemand auf Twitter was geschrieben an uns und dann hatte die echt den Namen Ingeborg. Also mit B-O-R-C-H. Und das fand ich so gut. Und dann habe ich geschrieben, ey, geiler Name. Und fand die gar nicht. Da habe ich nicht verstanden. Also Ingeborg ist ein Ja, aber würdest du Ingeborg Name. Heißen oder eine ganze Jugend wäre ein Riesendrama gewesen. Die Inge. Also noch mehr als sonst. Die Inge. Ja, das stimmt natürlich. Aber für mich, den Namen zu sehen, das ist schon arg schön. Ich habe mich sehr gefreut. So, hier irgendwo ist der Koschmeter. Ich hatte heute übrigens noch so ein alt. Ich bin alt, Moment. Aber zum Glück die Rebecca auch. Kolki! Oh! Kolki! Okay. Kolki kam, als du die anderen befreit hast. Wir wussten nicht, dass er ein Jaguar-Krieger ist. Er wollte mich bezahlen. Was sollte ich tun? Dich weigern, Poma. Der Kult von Kukulkan hasst Fremde und Verräter. Tod dem, der sich Kukulkan widersetzt! Da! Das ist die Fremde, vor der Kukulkan uns gewarnt hat. Ich dachte, wir sprechen jetzt einfach mit dem. Ist der jetzt abgenippelt? Annette? Ja. Ja, und dann sitze ich da in der Schule und Sandro hatte Geburtstag letzte Woche. Und dann hat er gemeint, ich muss dir zeigen, was meine Arbeitskollegen mir geschenkt haben. Und zeigt mir Karten von irgendeinem Will. Will irgendwas. Pharrell. Nee. Den hätte ich ja gekannt. irgendein Will. Und dann habe ich halt gemeint, wer ist denn das? Und die Rebecca neben mir dann auch gleich so, also wer ist denn das? Und dann meinte der, ihr kennt ihn nicht? Und dann so, Luca, die kennen den nicht. Und dann habe ich gemeint, okay, ich google ihn, alles klar. Und dann habe ich gemeint, ich höre mir was von dem an. Wahrscheinlich mag ich es nicht, weil das haben wir gehört. Techno. Ja. War ein Comedian. Bruder! War gar kein Musiker, war ein Comedian. Aber anscheinend ein was. Ein Comedian, das war der alte Männer. Für die jungen Moment. Leute. Ja, und alle Karten zahlt und Rebecca und ich nicht. Und Rebecca und ich sind halt aber halt auch irgendwie 6-7 Jahre älter als viele. Also ich glaube, der Sandro ist gute 19 jetzt geworden. Oh je. Ja, komplett blau hinter den Ohren. Ja, fast schon grün.
Und, alter Schwede. Da haben Rebecca und ich auch festgestellt. Ich glaube, wir sind einfach zu alt. Wir kennen die nicht mehr. Die Leute, die junge Leute heute gut finden. War nicht wichtig. Finde ich. Nee. Nein, also die ganzen Rapper, die X9XX, die im Gesicht ausschauen wie Wandgemälde. Die ganzen Rapper. Meine Güte. Nein, hast du vollkommen recht, ist auch nicht wichtig. Sonst würden wir sie erkennen, wenn es uns jetzt wichtig wäre. Und ich habe da jetzt auch kein Bedürfnis, mir irgendwie die weite Palette der... Ich habe ja eh das Gefühl, ich will ja immer nicht so radikal irgendwie was sagen, aber... Also Musik von heute, alles, was da so nachkommt, ist schon durch die Bank weg Schrott. Ja. Also deshalb habe ich da einfach überhaupt gar keine Muße, mich da einzuhören oder was. Das reicht ja, wenn man auf Arbeit zum Beispiel läuft bei uns ein Radio, da läuft aber schön Charivari. Da komme ich überhaupt nicht mit neuer Musik in Berührung. Das ist auch gut so. Der alte Leute-Sender. Der alte Leute-Sender. Noch besser finde ich eigentlich Bayern 2. Das ist ein richtiger alte Leute-Sender. Da kommen die richtig alten Sachen. Supergeil. Hören die Maus und ich immer im Auto und freuen uns. Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Warum? Ich kenne Bayern 1. Ja. Ist nicht ganz so. Bayern 3. Ja. Ich wusste nicht, dass es ein Bayern 2 gibt. Wer hätte das ahnen können? Und plötzlich macht's voll Sinn. Und plötzlich macht's Sinn, ne? Wow. Du hast recht. Aber ich liebe diese Momente. Ist das nicht schön? Mann, ich war dumm. Weil man belächelt sich dann so selber. Also man beäumelt sich so ein bisschen über sich selbst. Ich liebe das. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich hör generell kein Radio. Ich finde es echt anstrengend. Du hörst... Wenn ich mal Radio höre, zum Beispiel, als wir jetzt mit der Family in den Moviepark gefahren sind, haben wir dann Virenbedrohung, nichts gefunden. Ihr Gerät wurde zweimal überprüft. Sehr gut. Aber der Defender hat alles im Griff. Der hat alles im Griff. Wunderbar. Ist das dein Nickname, David? Was? Windows Defender. Du kümmerst dich doch hier um alles. Ja. Hä? Habe ich mir gedacht. Also, ja, da wart ihr am Radio hören. Ja. Und es ist halt echt schlimm, du hörst in der Stunde das Lied halt einfach zum dritten, vierten Mal und dann denkst du dir so, echt jetzt? Ja. Schon wieder? Ja. Und kann es nicht mehr und dann immer dieses, was mich persönlich ganz dolle stört, ist, was mir dann auch auffällt, ist diese Stimmverzerrung, mit denen die Leute singen. Ja? Dieses Autotune. Ja. Das ist ganz schrecklich. Echt, fällt dir das dann mir beim fällt Hören das auf? Ganz, ganz doll auf. Da hat mir der... Mein Arbeitskollege mal ein Lied geschickt und dann fängt es schon wieder mit diesem Rumgegilfe an, also mit diesem Autotune. Yeah! Und dann halt, ich mach aus. Ich kann das nicht. Wenn du nicht singen kannst, dann versuch's nicht. Oder mach's kratzig. Da gibt bestimmt auch Leute, die mach's das gut ehrlich, finden. Mach's ehrlich, wie ja? Wir, wenn wir getrunken mach's, haben. Mach's ne? Einfach ehrlich und nicht ja. Dieses Autotune-Gelump. Mir geht es ordentlichst auf den Senkel. Puh, ja, da habe ich Glück. Ich muss sagen, das passiert mir nicht, dass mich das aufregt. Das höre ich jetzt nicht irgendwie stark raus oder so. Das kann ich... Von dem her, ich kann kein Radio hören. Finde ich auch nicht schlimm. Ich verpasse, glaube ich. Die dieser kunstvoll gearbeiteten Pfeife erinnert an Xayocoatl, einen Schlangengeist der Azteken, der in grün, blau und gelb dargestellt wird. Ihre Saiten sind mit Halbedelsteinen verziert, wobei die Verarbeitung von Jade auf einen gewissen Einfluss der Maya hindeutet. Jade, der Kopf David. Riecht immer noch nach verbrannten Wurzeln und Rauch. Kein wirklich unangenehmer Geruch. Ja, das wird eingepackt, das können wir verkaufen. Lag da jetzt noch Jade nebendran? Obergeil. Wird auch gleich verpufft hier. Ja, hallo. Wir Hi, haben da was hallo. Nebenan gefunden. Wie kann ich dir helfen? Willst du das haben? Ich mach dir auch einen ganz schlechten Preis. Oh Gott. Die Götter sind für uns. Komm bald wieder. Ja. Ja, komm bald wieder. Und die freut sich auch noch, die Alte. Die freut sich auch noch, genau. Ey, wegen mir darf sie sich freuen. So. Ja, David. Dann bringen wir zu Ende der Folge noch schnell die Quest zurück. Ja, da finde ich gut. Das machen wir noch. Und dann war es das auch schon wieder mit zwei, die zocken am Abend. Ey, das... Oh ja, das ist aber auch schön. Das ist die alltägliche Abendsendung. Ja. Zwei also ganz spontan, nicht jeden Abend. Also immer dann, wenn wir Lust haben. Ja, wir sind kein Fernsehsender. Wir machen das ganz spontan auch immer. Wir machen das manchmal um 18 Uhr. Falls da
irgendwelche Systeme hinter vermutet werden. Nein. Nein. Wir klicken, wir haben das schon mal gesagt, bei YouTube auf den Random-Button. Ja. Und dann wird Tag und Uhrzeit frei gewählt. Ich könnte es ja gar nicht schaffen. Jeden Tag. Nee. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Sind auch immer die gleichen Folgen. Wisst ihr, was das für eine Arbeit wäre? Wenn ihr die Folge jetzt seht. Wäre. Ja. Da haben wir das Spiel ja schon 10-mal durchgespielt. Ja. Sind nur Wiederholungen. Ja. Eigentlich sind das auch gar nicht wir. Wir schauen das Video doch selbst. Das ist einfach nur geklauter Content. Wir schauen das Video selbst und kommentieren das. Ja, irgendjemand war halt so blöd. Doof. Kackdoof. Und hat die Folgen auf meiner externen gebunkert. Ja, und hat einfach die externe hier stehen lassen. Ja, kann ich ja nichts für. Ja. Grüße gehen raus an den Erwin. An den Herrn zwei, die zocken. Selbst der Name ist geklaut. Kannst die Platte gerne wieder abholen, ne? Spiel es gleich durch. Ja, wo ist denn der Erwin jetzt hier? Wo muss ich denn das abgeben? Ja, da oben dachte ich, da war doch Gold. Ja, dachte ich auch. War das Neben- oder Hauptquest? Oder es war einfach schon fertig. Das kann natürlich auch sein. Weil wir haben ja ein Bild bekommen mit Mission abgeschlossen. Aber ich dachte, ich muss das trotzdem nochmal zurückbringen. Ja. Na gut, dann können wir uns in den Abend verabschieden. Ja, dann guck, dann setzen wir uns zu Jonah. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der kurzen Zeit geworden ist. Hallo. Hallo, Jonah. Ein großer König werden. Ja. Glaube ich ja nicht. Er hat beide Eltern verloren. Hara. So wie du. Lara glaubt's auch nicht. Ja, aber ich glaube, er wird etwas besser damit fertig. Das er ist auch ein Blaublut. So aus. Auf ihm lastet so viel Verantwortung. Macht was Schönes. Habt Spaß. Daumen, Like, es geht nicht Abo. Mehr nur um Trinity. Diesmal eine andere Reihenfolge. Vielleicht versteht das dann besser. Jetzt geht es um Partiti. Ja, und wir haben den Kommi vergessen. Sind es eigentlich vier? Nee, Daumen und Like ist das gleich und ich bin doof. Ach so. Ja. David, das kann nicht sein, du bist nicht doof. Dann es müssen zwei verschiedene Dinge sein. Leute, findet das Daumen, mal raus, Like, bitte. Abo und Kommi. Bis morgen um 18 Uhr vielleicht. Tschüssli. Müsli. Tschüss. Li. Jetzt hättest du noch mal Müsli sagen müssen. Müsli. Jetzt ist ja alles kaputt. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Pokémon Evoli oder Pikachu in die Kommis. Ja, Team Pikachu. Kennt ihr das, wenn man länger eine CD hört, da ist noch ein Hidden Track? Ja. Hallo, ich bin der Hidden Track. Aber wir sind zu ungeduldig dafür. Wir, ja, wir quatschen jetzt schon nur wieder. Zwei Sekunden lang die Klappe und das vor allem sieht man beim YouTube-Video, dass es noch weitergeht. Ja. Das hat man früher beim, ich hatte einen CD-Player. Geschichten für einen anderen Abend. Bis morgen. Tschüss. Ein Fass ohne Boden. Tschüss. Weil wir so interessante Menschen sind. Ja, und so spannend. Und so schön, David. Das darf man ja nicht vergessen. Das sehen die Leute auch gar nicht. Noch nicht. Noch nicht. Also viel Spaß bei eurer Autotune-Musik im Radio. Ja, und mit allen anderen Videos von uns, die es alle online gibt auf unserem Kanal. Kann man ja vielleicht auch mal ganz sagen. Ganz ehrlich, da habt ihr echt viel zu tun. Da ist jetzt schon echt einiges. Manchmal denke ich mir ja selbst, das ist ja ganz schön viel, jeden Tag eine Folge. Aber es ist halt einfach unser Hobby, ne? Und dann machst du das halt. So, ja, genau. Und ja, die Zeiten kann man immer noch anpassen. Im Moment macht die Taktung für uns Sinn. Ja, weißt du, beim nächsten Let's Play machen wir eigentlich einfach 20 eine Minuten Folgen. Wer schneidet denn die? Die Kenner. Wir müssen halt oft drücken. An, aus. Ja, da denken wir nochmal drüber nach. Aber das ist gar kein Problem, das kriegen wir hin. Es reicht jetzt, bis morgen. Tschüss. 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 Wie der David, wie ich dem David einfach ansehe, dass er jetzt einfach hofft, dass ich die Klappe halte. Aber das musste ich jetzt, David. Du warst jetzt so in deinem, wie die jetzt beenden wird. Ich musste da jetzt nochmal reinquatschen.